Okay, heute bin ich wieder mal mit dem Isuzu D-Max als Doppelkabine unterwegs. Die mittlere Ausstattungsvariante LS mit dem optionalen, mit der optionalen Ladeflächeabdeckung von Mountaintop und separaten Träger für Fahrräder oder sonstiges Gepäck. Die Klappe, die sowohl beim Öffnen wie auch beim Schließen hydraulisch unterstützt ist und von daher sehr leichtgängig funktioniert. Eine Anhängerkupplung, die ohne den sehr sichtbaren und den Böschungswinkel einschränkenden Querbalken auskommt. Perfekt. Die beiden toten Winkel der A-Säule links und rechts, das aufgeräumte Cockpit. Das manuelle Sechsganggetriebe, der Wählschalter für Allrad- und Geländeuntersetzung.